zurückzuholen und zum U-Boot rein die Bomben holen, damit wir sie außen anbringen können. Na komm, geh rein. Danke. So, und zwar gehen wir jetzt hier rechts in die Ecke. Ziehen uns mal eben um. Und haben den Strahlenanzug, mit dem wir aufs U-Boot kommen. So, wo ist jetzt das U-Boot? Das ist dort hinten. Ich würde sagen, wir laufen mal eben. Hier können wir uns das noch erlauben. Speichern wir hier mal eine Runde ab. Haben wir noch 3 Saves übrig. Die dürften eigentlich dafür reichen. Und zwar erstmal müssen wir ins U-Boot rein. Ist hier da? Ich glaube, hier war der Eingang, ja? Jo, hier war der Eingang. Achtung, radioaktive Strahlung. Wie gut, dass wir einen Strahlenanzug anhaben. Und das, was wir haben wollen, liegt auch schon dort hinten. Und zwar 3 Bomben. So. Sabotieren wir jetzt das U-Boot. Und zwar müssen wir dazu erstmal aus dem U-Boot wieder rauskommen, wie wir reingegangen sind. Und dann nach links. Den Steg runter. Wie viele Saves habe ich noch? Ich habe noch 3. Ich mache hier einen Save. Okay, gut. So, die erste Bombe platzieren wir. Da sind die Stellen übrigens festgelegt. Nicht, dass ich hier einfach auf eine Stelle irgendwo platzieren kann. Das geht nämlich nicht. Sie haben die erste Bombe am U-Boot angebracht. So, wo war die? Zweite Stelle war hier, glaube ich. Und Nummer 3 war hier irgendwo. So, gut. Jetzt können wir uns erstmal wieder von hier verziehen. Bevor wir es hochjagen, logischerweise jagen wir es jetzt nicht hoch. Leiter treffen würde, das wäre auch schon sinnvoll, nicht wahr? Gut. So, dann können wir uns wieder zum Lagerhaus begeben. Und so langsam einen Rücktritt antreten. Dummer Satz ist dumm. So.
Wir haben es hier fast geschafft. Sehen wir uns mal kurz um. Na komm, laufen wir zum Lagerhaus. Da haben wir nämlich wieder unser Nonplusultra-Outfit, mit dem wir so ziemlich überall hin dürfen. Aber ich will jetzt auch keine Garantie dafür aussprechen. So. Ziehen wir uns mal wieder um. Speichern hier ab. Bombe und ab geht's. So, habe ich jetzt hier schon gespeichert eben? Ja, hatte ich. Ich war mir nicht gerade sicher. Nicht ganz sicher, I'm sorry. Den Zünder wieder einzustecken wäre natürlich auch sinnvoll. Habe ich doch jetzt, ne? Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt dahin natürlich ein bisschen Panik. Das Ganze können wir nämlich ausnutzen, um hier auch zu laufen. Jetzt heißt es, die Wachen haben einen toten Soldaten gefunden. Aber so ein Jammer aber auch. Und nach dieser Mission kann ich schon mal an dieser Stelle sagen, kommt mein absolutes Hasslevel des gesamten Spiels, das mich für ewig verfolgen wird. Aber da heißt es auch mal wieder, wissen wie, so nach dem Thema, ne? Los. Fahren wir eine Runde. Und übrigens, wenn ihr mit vor diesen, wie sagt man, vor diesen Wagen tritt, während er noch am Fahren ist und da auf euch zurast, bekommt ihr einen Instant Death ab, ne? Nur mal so als kleiner Hinweis. Habe ich mich auch einmal wirklich richtig geärgert. Naja, aber aus Fehlern lernt man, heißt es ja so schön. Weit ist es noch? Nicht mehr weit, okay. Dann haben wir diese Mission endlich hinter uns. So. Oh, ich wusste es, ey. Ich hab's gewusst, ey. Wo hab ich gespeichert? Gut, da. Es geht noch. Ich hab's so gewusst. Ich bin einen Ticken zu früh weggelaufen, das meinte ich. Das ist jetzt ärgerlich. Aber ist egal. Dann muss ich halt noch ein bisschen warten. Doesn't matter. Ja, was auch immer du gerade gesagt hast. Ich hatte mal Russisch, aber ich könnte allerhöchstens noch Russisch vorlesen. Aber ich wüsste nicht, was es bedeuten soll.
überlegen, ab welcher Klasse hatte man Russisch damals? Ich glaube, ab der 7. war das, ne? Zumindest ich. Also, wir hatten damals die Wahl. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr Russisch oder Französisch als zweite Fremdsprache auswählen. Und. Oder halt, wenn nicht, dann Ersatz. Und ich hatte damals Russisch halt ausgewählt. Ja, am Anfang ging es relativ easy, aber dann hatte ich auch keine Lust mehr. Nee, ich glaube, ich hatte von der 7. bis zur 10. Klasse Russischunterricht. Nachdem ich es halt ausgewählt hatte. So, jetzt hier warten. So, gut. So, jetzt nur noch ein Flugzeug. Und wir hätten diese Mission hinter uns gebracht. So, rennen wir hier hinten gleich mal durch. Und ab geht's. So, Silver Ballers mit Schalldämpfer. Machen wir weiter. Na, 24 Minuten, ja, halbe Stunde kommt hin. Ja, ich möchte abspeichern. Und da kommt es jetzt. Das Beldingfort Anwesen. Und da sind wir im Beldingfort Anwesen. Wir sehen uns aber das nächste Mal wieder, dann gehen wir diese Mission an. Also bis dann und ciao.